Hallo Leute, ich habe heute, wie ihr seht, zunächst mal ein Let's Play Quiz Duell für euch. Gegen Hopkeeper, Sternschnuppe, drei Sternchen, Herr Rippchen und Sogak. Ich fange an mit Hopkeeper. TV-Serien, wer spielt Oma Little in The Wire? In welcher TV-Serie kommen Charaktere wie Mariori, Daves, Vicky Pollard oder Andy Pipkin vor? Durch welche Sitcom wurde Laura Prepon berühmt? Jetzt kommt Sogak. Wie hieß der Apple-Gründer und CEO, der auch Designer und PR-Genie war und im Jahr 2011 verstarb? Welche Airline führte im Oktober 2007 den ersten Passagierflug mit dem Airbus A380 durch? Wie hieß das Sturmtief, das Ende März 2015 in weiten Teilen Deutschlands durch orkanartige Böen große Schäden anrichtete? Macht und Geld. Wie viele Stellen hat die Seriennummer auf der Rückseite einer Euro-Banknote? Welches europäische Land führte das Frauenwahlrecht in Europa als letztes ein? 1984. Wie heißt dieser Politiker? Hallo zusammen! Wie kann man so richtig abschalten? Ich habe vor kurzem das Spiel Royal Match entdeckt. Das ist genau das Richtige zum Abschalten. Royal Match ist im Grunde ein Rätselspiel mit lustigen Levels und tollen Rätseln. Es ist kostenlos, ihr braucht dafür kein Internet. Die Grafik und die Animation ist so nice. Das Beste kommt erst noch. Keine Werbung. Klickt hier unten, ladet Royal Match herunter und sagt mir bitte, ob ich recht hatte. Macht's gut, Leute! Jetzt Herr Rippchen. Comics. Welche dieser japanischen Manga-Serien wurde als erste veröffentlicht? In welchem Land wurde die Zeichentrickserie Mafalda erschaffen? Welchen Job hatte Frei aus Futurama, bevor er am 1. Januar 2000 eingefroren wurde? Wunder der Technik. Wie bezeichnet man das nicht autorisierte Entfernen von Nutzungsbeschränkungen bei Computern und iOS-Geräten? Das weltweit höchste Gebäude befindet sich in Dubai. In welcher Stadt befindet sich das zweithöchste? Wie schnell ist ein Boot, welches mit 5,4 Knoten Fahrt unterwegs ist?
Jetzt noch Sternschnuppe 3 Sternchen. Körper und Geist. Wo befindet sich der Quadrizeps im menschlichen Körper? Wie werden in der Biologie teilweise oder gänzlich funktionslos gewordene Körpermerkmale genannt? Was ist Colitis ulcerosa? Glaube und Religion. In welchem dieser asiatischen Länder sind rund 80% der Bevölkerung katholisch? Jedes Jahr an Ostern spricht der Papst die Worte Urbi et Orbi. Was bedeutet der Segen? Was ist das offizielle Erkennungszeichen eines Jakobspilgers? So, und wie ihr seht, war's das jetzt auch schon wieder. Ich sag vielen Dank fürs Zusehen und bis bald. Ciao, Leute.